Kurzer Real Talk aus dem DX Racer, der Sound ist heute richtig scheiße wegen dem Mikrofon. Sorry und Gruß. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich habe zu meiner Linken die gute Mini Kuta aka Frau Bra. Hallo. Sehr schön, dass wir jetzt auch hier endlich mal unseren Weg zusammengefunden haben. Mein was Hund ist auch wieder zu. Ich hab dich nicht gezwungen. Doch. Ja, ein bisschen. Ich hab ein bisschen erpresst. Ja. Aber es ist lustig. Wir machen heute natürlich, weil wir uns sehr gut kennen und klar, wir sind ja auch verliebt ineinander, also zumindest Frau Bra und ich, in sie als Person. Ja. No way. Aber Frau Bra ist echt super. Wir machen auf jeden Fall jetzt einen Boyfriend-Tag. Das ist extrem sinnig, glaube ich, weil wir uns sehr gut kennen und uns wahrscheinlich auch ausreichend schon unterhalten haben, oder? Nein. Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Vogel hat die Fragen rausgesucht und Akani bleibt hier. Ich stelle die Fragen in der super. In eurer Frage. Die erste Frage ist, wo haben wir uns kennengelernt? Gar nicht. Also halt, irgendwo musst du sein. Krass Klassenfahrt, Folge 1, Staffel 6. Ich habe ihn auch irgendwann mal kennengelernt, zwei Wochen später, nachdem er auf das Video reagiert hat. Habe ich gesehen, dass... Weil alle Zuschauer dich zugespammt haben. Ja, und ich habe erstmal nicht gewusst, was die meinen, dann habe ich gesehen, okay. Mhm. Ein Stalker ist am Start. Ja, Stalker würde ich jetzt... Okay, machen wir weiter? Gut, die nächste Frage müsst ihr gegenseitig beantworten. Wann ist mein Geburtstag? Das weiß ich natürlich bei ihr. Sie ist 25, glaube ich. 24. Sagen wir 24. 24. 25 bist du. 25. 24. 23 ist sie und sie hat am 13.09.1995 geboren. Das kommt gar nicht hin. 1997. Ich bin 23. Er ist 28. Das ist auch falsch. Was er ist. 27 hast am 6.7. 96. Das kommt genau hin, wenn ich jetzt 27 bin. Spaß, bei 92. Perfekt, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. War beides richtig, oder? Nein. Perfekt, wie alt bist du? 25. Sag ich doch. Wie alt bist du? 24. Welches Essen mag ich am liebsten? Klar, das habe ich gerade gesehen. Sie hat gerade einen halben Burger weggeschmissen. Habe ich nicht. Du isst natürlich noch später. Ja. Ich glaube, sie isst am liebsten. Tannenzapfen. Mission failed. We'll get them next time. Keine Ahnung. Nee, klar. Pizza. Korrekt, das ist echt richtig. Echt jetzt? Wir bleiben drin! Ja, das ist so ein Ding, das wusste halt jeder eigentlich. Ja, nee, das ist klar, wusste ich ja. Wir haben ja voll. Ja, genau. Und was esse ich am liebsten? So Standard-Antwort. Ja, ich liebe Spaghetti. Spaghetti mit welcher Soße? Mit Tomatensoße, mit Ketchup. Ja, ja. Und Mayonnaise und dann Senf. Mayo, what the fuck, Alter? Mach ja, nichts. Du das nicht? Ich liebe es. Ich liebe das. Nächste Frage. Was ist mein Lieblingslied? Fang du ruhig an. Also ist ja von Sido. Ja, stimmt. Muss ja von Sido sein. Wohl die ganze Zeit im Auto. Ja, Sido immer. Ja. Ich weiß nicht, oh mein Gott. Fischer? Genau, ja. Yes. 99 Luftballons von Helene Fischer. Ja. Ganz genau, das ist mein Lieblings. Ja. Bei dir ist es doch, glaube ich, 500 PS von Bones MC, oder? Ja. Perfekt, machen wir weiter. Woher wusstest du das? Weil du hast die ganze Zeit gesungen im Auto. Du hast einen Tritt auf Gas. Wow, krass. Nächste Frage. Wir sind echt gut, oder? Ey, so. Krass. So. Was ist meine Lieblingsfarbe? Das ist klar bei dir, das ist orange. Und bei dir ist es rosa. Safe. Okay, was ist es bei dir? Rot. Bei mir ist es echt? Nee, lila eigentlich. Was ist mein Lieblingsspiel? Klar, das ist bei dir echt einfach. Du hast mir nämlich einmal ein Bild geschickt, da hast du Call of Duty gespielt. Mhm. Und deshalb Call of Duty. Ja. Und bei mir ist es, alles was wir sagen. Erzähl mir mehr. bei dir ist es, Nein? Ja, Moment, ich habe gerade viel Valorant, ne? Valorant, Minecraft mag ich auch sehr gerne. Ja. Ich bin immer in Minecraft, gibt es so Mod, da kann man sich so Brüste machen, dann immer mit... Ah, das machst du dann. Krass. Das macht er tatsächlich. Cool. Nächste Frage. Kann ich ein Instrument spielen, wenn ja, welches? Oh shit, du spielst auf jeden Fall richtig krank und Dudelsack. Da bin ich mir sicher. Dankeschön. Du kannst gar nichts. Oh, aua. Ich konnte mal
wir spielen es aber richtig. Also, kann man Turntables ist ein Instrument? Kann ich auch nicht diese Frage. Wer ist mehr eifersüchtig? Das ist ganz offensichtlich. Es ist sie. Ja. Ich glaube die Frau. Auch. Ich habe die Antwort hier. Ja? Nein. Habe ich nicht. Und war richtig, Tobi? Ja. Worüber streiten wir uns am meisten? Jeden Tag, oder? Ey, wir haben letzten Wochen haben wir nur gestritten. Wir streiten uns am meisten über Veganismus. Ja. Voll oft. Immer, ey. Weil ich. Was denn? Der schläft einfach. Ja, ja. Über Veganismus streiten wir immer. Ja. Also sie findet Fleisch richtig geil. Wir streiten auch über Autos. Über Autos und über Teppiche. Orientteppiche. Ich sage immer wieder, feinmaschig, nicht grobmaschig. Es ist einfach nicht. Ja, es ist einfach nur behindert, wenn man halt sagt, ich will keinen feinmaschigen Teppich. Das ist. Viel qualitativ. Ey, ein feinmaschiger Teppich nimmt den Schmutz. Es ist viel qualitativ hochwertiger. Ist egal, war schon. Machen wir weiter. Weitermachen. Echt jetzt. Wie sehen unsere Zukunftspläne aus? Kinder heiraten. Genau. Ein Haus zusammenbauen aus Lego, natürlich. Ja, dann mit dem Held der Steine zusammen. ich will, dass der Held der Steine mit dem Lego-Haus baut, wo ich einziehen kann. Genau, und du wolltest auch noch einen Führerschein machen, ne? Genau. Ja. Hast du einen Führerschein? Ehrlich nicht? Ich hab zwei. Okay, zwei. Was ist dir als erstes an mir aufgefallen? Ach so! Nein! Also warte mal, was ist dir als erstes an ihr aufgefallen? Was die Haare. Ist dir als erstes? Die Haare. Mein Arsch? Nein, deine Haare. Also hast du mich noch ein wegen meinem Arsch? Wegen deinen Haaren. Ah, okay. Sein Humor. War sehr witzig. Ja, voll witzig. Ich fand das voll witzig. Jetzt nicht mehr. Nee, warte mal. Schieß auf meinen Arsch. Was esse ich überhaupt nicht? Du magst auf jeden Fall gar keine so. Du hast so richtig so. Du bist so richtig. Du hast so. Okay. Sardellen magst du gar nicht. Und Artischocken magst du auch gar nicht. Nee, das mag ich echt nicht. Das sind so Sachen, die keiner mag. Und Lebertran, du hast Lebertran. Und Salz isst du auch richtig ungern, einfach so Salz essen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, das Erste, was ich mache, ist. Wollte erklären, warum du vertrocknet bist oder. Nein, dann esse ich ja. Und du isst kein Fleisch. Genau. Der Hund ist so kaputt, seitdem er irgendwann weggelaufen ist. Das Video ist so cringe einfach. Ja, darum geht's. Cool. Ich fühle mich gerade voll wohl. Ich nicht. Scheiße. Weiter? In welchem Land würde ich gerne leben? Klar, Rumänien. Safe. Und ich? Deutschland. Hey, ist richtig. Mega gut. Ja, ey, stark. Mein Gott, danke. So, dann gehen wir beide in unsere Heimatländer zurück. Das war's. Darf man wissen, dass du Rumänierin bist? Was? Darf man wissen, dass du Rumänin? Sag mal, Romunka. Romunka. Welche Schuhgröße habe ich? Das weiß ich jetzt sogar erwähnt. Viel? Halt, du sollst nicht gucken. Ich glaube, aber diese Schuhe schauen größer aus, als es wirklich ist. Also, du hast, glaube ich, 36 gesagt. Ja, 36. Und ich? 43. Oh, fuck. 43. Ja, ich habe gesagt. Das Erste, was wir gemacht haben, als wir uns vorhin gesehen unsere haben. Unsere Schuhe angeguckt. Ja, und gefragt, welche Schuhgröße wir haben. Ja. Und ich habe auch direkt ihre Socke ausgezogen, Fuß angeschaut. Was macht ihr am liebsten zusammen? wir gehen, Kino, ne? Sollen wir jetzt ehrlich antworten? Spaß. Kino. Ja, aber können wir ja nicht machen. Aber machen wir voll gerne. Also haben du hast wir ein eigenes auch. Früher mal zusammen gemacht. Ich habe ja unten ein Kino. Nee, ein eigenes, großes. Eigenes Kino. Habe ich ja noch. Ich bin sehr reich. Ah, echt? Ja. Yeah. Welches Getränk bestelle ich immer, wenn wir essen gehen? Boah, wir waren schon so miteinander essen. Ja. Ey, bei dir ist ganz klar, so Rotwein. Und bei dir ist es Weißwein. Womit könnte ich mich stundenlang beschäftigen? Du könntest durchgehend zocken. Mhm. Du könntest durchgehend TikToks machen. Nein, ich mache keine TikToks. Instagram Stories. Ja, das kann ich echt die ganze Zeit. Einfach nur reden. Einfach nur reden. Wo komme ich her? Aus Rumänien. Du bist komplett deutsch, oder? Ah, nee. Ich hab dir erzählt. Ah, ja, stimmt. Oh. Die hat nur so einen DNA-Test. Ah, ja, stimmt. Gar nicht so viel Deutsch. Warte. Ich bin Brite mehr. Ja, genau. Denkt man. Oi, Mike. Oi, fucking late. You fucking sorted me what? Come over here, Mike. Was passt dir an mir gar nicht? Ihre Schuhe sind mir zu klein. Witzig wieder, weil so in die Ecke gedacht. Ja, ja. Nee, ihr Gesicht. Akani, entspann dich mal. Nein, nee. Danke. Also, kann ich jetzt nicht so sagen, weiß ich nicht. Ihr kennt euch schon. Ah, ja.
Boah, sie hat so eine nervige Eigenart. Immer wenn sie sich die Nase putzt, dann legt sie die Tempos so auf die Fensterbank. Das nervt mich. Echt? Sorry. Ja. Mach ich nicht mehr. Gut, jetzt sag du was. Der Pulli. Boah, ist der Pulli echt hässlich? Ja. Weitermachen. Das war die letzte Frage. Leute, ihr seht, wir kennen uns sehr gut. Wenn ihr jetzt wollt, dass ich ohne den Einverständnis von Jonas Ems einfach ans nächste Set von Klass Crashenflat einbreche und sämtliche Corona-Auflage-Pandemie-Regeln missachte, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei ihr vorbei, da drehen wir nämlich jetzt auch noch ein Video, das extrem lustig ist. Und wenn ihr den Stream von gestern verpasst habt, auf Wiedersehen. Ciao.